Hey ho, meine Lieben, Tag 5 unserer Weihnachtsbäckerei. Manu ist leider beim Arbeiten, also habe ich heute Zeit zum Rumkugeln. Also zum Rumkugeln machen. Und das drüben in der kleinen, aber feinen Weihnachtsbäckerei-Attacke. Jo, da wären wir schon bei der Übersicht. Was benötigen wir alles? 200 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Puderzucker, 250, ja, mische ich nachher zusammen. 200 Gramm, dann brauchen wir 400 Gramm Vollmilch und 200 Gramm Zartbitter-Kuvertüre. Ich habe da verschiedene Rezepte gefunden. Original ist dieses Rezept genau andersrum mit hier 400, da 200. Ein anderes Rezept ist so, wie ich es jetzt mache. Ich mag lieber mehr Vollmilch drin. Jo, dann 8 bis 10 Esslöffel rum. Und Moment mal dran riechen. Ja, für das richtige leckere Rumaroma haue ich hier noch was von meinem Rumaroma rein, was ich bei den Kokosflocken nicht reintun durfte. Und zum Schluss brauchen wir auch noch Schokostreusel. Tja. Und ich würde mal sagen, ich habe keinen Plan davon, wie immer. Butter in einer Schüssel cremig rühren. Mache ich das mit einem Rührgerät oder keine Ahnung. Ich werde mich da jetzt noch mal ganz, ganz kurz schlau machen. Vielleicht finde ich da ja noch was. Das Rezept, wie gesagt, ist sehr einfach. Die setzen da wahrscheinlich wieder voraus. Man weiß alles. Ich weiß es nicht. Naja. Aber danach, wenn ich schlauer bin, Lernkurve wieder nach oben geht, hier, sehen wir uns wieder. So, Leute. Ich nehme jetzt dieses Gerät hier, schmeiße hier die 200 Gramm Butter rein und werde es damit nachher aufschlagen. Ich probiere es. Und in der hier werde ich jetzt erst einmal die ganze Schoki reinschmeißen und die wieder zum Schmelzen bringen. Ja, und... jetzt auseinander. Ach, leck mir am Ärmel. Schmeiße ich die so rein. Hier steht sogar dabei, dass man darauf achten soll, dass man die Schoki nicht überhitzt. Ja, deswegen werde ich die auch dieses Mal wirklich ganz, ganz langsam schmelzen. Das wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Und wenn die Schoki fast fertig geschmolzen ist, Leute, dann sehen wir uns hier mit der Butter. Da wiege ich jetzt auch gleich die 200 Gramm ab. Und dann kann die nämlich noch ein bisschen weicher werden. Leute, wir sehen uns, wenn die Schoki sozusagen geschmolzen ist. Topf, Wasser, Schüssel rein, Herdplatte einschalten, schmelzen lassen. Ihr Lieben, jetzt können wir hier weitermachen und dieses Mal die die Kuvertüre wirklich nur bis 45 Grad aufheizen. Da bin ich dieses Mal wirklich ganz, ganz genau. So, in einer Schüssel Butter cremig rühren, Puderzucker hinzufügen und weiter rühren. Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache. Und dann gucken wir mal. Naja, schauen wir mal. Was macht das verflixte Kabel hier drin? Sieht das cremig aus? Ja, fast.
So, aber das sieht cremig aus. Puderzucker hinzufügen und weiterrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Homogene Masse verstehe ich jetzt, dass das halt alles miteinander ordentlich vermischt sein soll. Und das mache ich jetzt ein bisschen Mussi noch. Und dann ja, geht es mit dem anderen Zeug weiter. Als nächsten Schritt in einer, das haben wir schon, die geschmolzene Kurvatüre langsam unter die Butterzuckermasse heben und den Rum einarbeiten. Die Schokomasse für einen in den Kühlschrank stellen. Ja, was jetzt? Entweder oder. Ich fange jetzt hier mit der Pampe an, ungefähr die Hälfte davon, wenn ich denn was rauskriege hier. Also mehr traue ich mich von dem Zeug jetzt gar nicht neid zu tun, weil das ist wirklich heftig. Und dann tun wir natürlich noch echten Übersee rum hier rein. Ups. Und zwar, wie viel? Naja, gut. Ein Löffel, zwei Löffel, drei Löffel, vier Löffel reichen. Glaube ich. So. Und dann und dann und dann. Vor lauter Hektik jetzt noch ein Wasser in meine Schokolade reinbekommen. Das muss ich erst abgießen. Gut. Tja, und dann heben wir das Zeug hier drunter. Irgendwie. Tja. Boah, leck mich am Ärmel, hey. Ich hau das jetzt alles rein. Das ist mir doch jetzt sonst viel zu stressig. Weg geht es auf. Warum mache ich den Mist hier überhaupt? So, die Schokolade rauskratzen, danach mache ich das Ding hier, sobald ich die Masse fertig habe, nämlich wieder sauber. Schaut mal, was da noch alles rauskommt. So, ins Wasserbad wieder. Ich hole gleich mein Rührgerät wieder. Vorsichtig unterheben, na, ihr könnt mich mal. Leute, ich mische das jetzt noch fertig und dann machen wir ein klitzekleines Probierle von der Pampe hier. So. Und ganz klar, ich muss ja erst einmal probieren, ob das Zeug auch schmeckt. Und das machen wir am besten vor der Kamera. Ich hau doch die ganze Pulle rein. Und Moment, käme wieder runter.
Und noch ein kleines Schlückchen von dem hier. Jetzt muss ich halt wieder rühren wie verrückt. Aber egal, das Zeug soll ja ordentlich schmecken. Das verrühre ich jetzt nochmal und dann wird nochmal probiert. So, schön untergeschlonzt. Nochmal eine schöne Portion probieren. Kämm wieder nach oben und jetzt ist gut. Genau. Decke ich jetzt ab mit Plastikfolie und dann wandert es für 1 bis 1,5 Stunden im Kühlschrank, dass es aushärten kann. Ja, und danach dem Cut sehen wir uns wieder. Fumm. So Leute, weiter geht's mit den Rumkugeln. Spatzel, gibt's heute noch ein extra Video? Machst du heute noch mal was, backtechnisch? Nein. Nein? Nein. Also Leute, dann bleibt's in diesem Video bei den Rumkugeln. Und die werde ich jetzt ausformen. Zumindest werde ich es mal probieren. Bringst du mir noch ein Tütchen Schokostreusel mit, falls ich sie noch brauche? So, jetzt nehmen wir immer so einen schönen Teelöffel voll. Milchschokolade? Ja. Gut, mache ich. Tun eine schöne Kugel draus formen. Bis gleich. Bis gleich. Zumindest probiere ich das mal. Boah, ist das noch weich. Ja, da brauche ich auf alle Fälle noch was. Und der Barz ist noch viel zu weich, Leute. Bis gleich, mein Schatz. Jo, bis gleich. Viel, viel zu weich. Ne, das gefällt mir noch nicht. Dann kommt die Pampe nochmal in den Kühlschrank und darf noch ein bisschen länger aushärten. So einfach mache ich das. Das Ding lege ich oben drauf, darf mit abkühlen und ja, muss ich später weitermachen. Hilft nichts. Und während ich hier so gewartet habe, dass das Zeug im Kühlschrank etwas fester wird. Aha, hat Spatzel einen geilen Kartoffelsalat für morgen gemacht. Oh, dazu ein paar Würstchen. Lecker. Was machst du denn da? Probieren. Mmh. Geil. Richtig geiler, leckerer Kartoffelsalat. Schlesische Art. Mmh. Die muss ich jetzt wegpacken, weil sonst haben wir morgen keinen mehr. Aber ich probiere jetzt die nächste Runde zum Rumgoogeln, kugeln. So. Also das Ding ist tatsächlich fest geworden. Sehr schön. Ich probiere es jetzt einfach weiter, Leute. Hilft ja nichts. Erst einmal wieder in die Handschuhe neu schluppen. Die ich übrigens wieder gespült hatte. So, auf ein neues. Wenn es mich aufregt, mache ich die Kugeln einfach wieder größer. La 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 la. Aber es fühlt sich schon viel besser an. Einmal hier durchwälzen. Ja, und dann gleich auf die Seite legen. Also die Dinger sollten auf alle Fälle kühl lagern, habe ich das Gefühl. Und kühl genießen nachher. Drum bleiben die im Kühlschrank danach.
Die werden verdammt schnell weich. Könnte natürlich auch an der Menge an Rum sein, die da drin ist. Keine Ahnung, ich mache die alle jetzt fertig und zeige sie euch danach. Ich hab's geschafft. Sie stehen jetzt alle im Kühlschrank. Lass mal jetzt noch kurz hart werden und nachher machen wir Probierle. Leute, ihr kriegt den Vogel, wenn ihr die Dinger seht. Mehr sage ich jetzt noch nicht. Aushärten lassen, hinstellen, zeigen, dann probieren. Ja. So, das brauchen wir später, nachher. Ja, Leute, hier sind sie, die Rumkugeln. Und das ist noch nicht alles. Jetzt haltet euch fest. Wenn zum Beispiel nächste Woche, übernächste Woche Besuch eintrudelt, habe ich noch ein paar ganz dicke Dinger auf Lager. Naja, ob man danach noch Auto fahren darf, ist die andere Frage. Gut, aber jetzt machen wir ein Probierle. Dafür habe ich nämlich extra zwei klitzekleine gemacht. Einmal, du auch eine und ich käme nach oben. So, mein Engelchen, du warst nicht dabei. Hier können wir jetzt mit gutem Gewissen Prost sagen. Oh, lecker. Sind die gut oder sind die gut? Und die schmelzen sogar im Mund. Im Mund. Lecker. Geil. Geil gemacht, mein Schatz. Ja. Lecker. Hast du was gesoffen? Hä? Du schmeckst nach Rum. Ja. Leute, das war's dann jetzt definitiv mit der Weihnachtsbäckerei. Oh. Die scheinen wirklich gut zu sein. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und das kann ich schon halbwegs ankündigen. Das wird unser Essen vom ersten Weihnachtsfeiertag sein, also von übermorgen. Mhm. Ja. Jo. Morgen ist Weihnachten, da tun wir Geschenke auspacken. Richtig. In dem und Sinne, uns fröhliches Fest. Das Video wird wahrscheinlich erst danach rauskommen. Oder ich hau's morgen noch raus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau. Fröhliche Weihnachten, schöne frohes Weihnachten, Fest. Ja. Und heute Abend, oder nee, das ist ja nach dem Livestream, wenn dann die Veröffentlichung. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.